Also wir sind hier als Bürger, die sagen, dass es Frieden werden muss. Friede ist das Allerwichtigste. Es ist völlig egal, ob wir Gemeinde sind, Kirchen sind oder eben auch Leute, die links stehen. Einfach, wir haben kein anderes Ziel, den Frieden zu bewahren. Das ist unser wirkliches Ziel. Wir bedauern es auch, dass wenig Jugendliche da sind. Wenn viele Jugendliche jetzt ja da wären, wäre es natürlich viel schöner, denn es ist ja ihre Zukunft. Ja, die sind ja auch ein bisschen lauter dann auch vielleicht. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Verstanden. Ja, ja, das ja. ist das Problem. Die haben nicht verstanden, dass man Frieden nicht mit Waffen schafft. Ja, ja, da kommt ja dann irgendwann eventuell der Einberufungsbefehl, der betrifft ja dann eigentlich die Jugend primär. Erstmal, bis die Jugend dann aufgebraucht ist und dann trifft es die... Ja. Ja, und hier sieht man ja auch, dass das doch sehr gemischt ist, also von bis konservativ. Ja, bis konservativ. Es ist alles dabei. Ne? Aber wenn ich daran denke, in unserer Zeit, da hatten wir das Plakat Frieden schaffen ohne Waffen. Wo ist das alles geblieben? Wo ist diese Kraft, diese Power, die wir damals auch hatten? Da sind ja tausende Leute zusammengekommen und das ist zu wenig. Ne? Und da haben wir uns auch eben schon unterhalten. Leute aus Köln gekommen hierhin. Also Menschen, die auch wirklich sich zeigen wollen. Aber das ist ein kleiner Schnitt nur. Ne? Ja, weil die Kriegsgefahr ist sehr hoch. Ich glaube, höher als im Kalten Krieg früher. Aber natürlich, natürlich. Und die begreifen es nicht. Die Menschen sind einfach nicht in der Lage, es zu übernehmen. Das ist das Schlimme. Gut, wir wollen den Menschen Hoffnung geben. Wir glauben natürlich anders. Wir sagen natürlich, wir sind geboren, um zu sterben. Aber wir werden sterben, um zu leben im Namen unseres Gottes. Ja, und die Leute, die sich hier so stark für Krieg einsetzen und überall Waffen hinschicken, die werden ja nicht in diesen Kriegen kämpfen müssen. Ne? Das ist ja wahr. Das ist wahr. Ja, natürlich. Von der Leyen hatte eine Frage, ob ihre Kinder dann auch dort kämpfen würden, wenn die bei der Bundeswehr wären. Sind ihre Kinder bei der Bundeswehr? Nö. Natürlich nicht. Und wir haben schon gesehen, dass es früher schädlich war, Waffen einzusegnen. Und heute ist es ja im Grunde genommen gar nicht viel anders, dass hier auch Waffen eingesegnet werden. Nämlich mit Geld, mit Stimmen, mit Macht und mit FDP. Das ist zum Beispiel Dr. Höss. Mhm. Dr. Höss ist eher aus der ultrakonservativen Seite, aber sind alle vertreten. Komischerweise, man findet also ganz viele Leute hier. Ne? Ja. Ja, Frieden geht ja auch jedem was an. Jeden, also die, ganz genau. Jeden. Wenn irgendwann mal was passiert, also was Drastisches passiert, dann fragt da auch keiner, ob da einer politisch dort oder dort oder dort steht. Dann Frieden ist ja ein Thema, was uns eigentlich alle angeht. Und wenn es dazu kommt, in dieser kommerziellen Zeit, wo man ja gewohnt war, alles vorserviert zu bekommen, ob Aldi, Lidl oder Verbrauchermärkte, plötzlich machen die alle zu. Hier würde eine Gewalt ausbrechen, nicht nur der eigentliche Krieg, nicht nur die Waffen. Es würde so viel passieren in diesem Land. Das ist die Gefahr. Ja, die meisten Leuten ist ja gar nicht bewusst, was Krieg überhaupt bedeutet, dass dann auf eine Kriegswirtschaft umgesattelt wird. Richtig. Und was das für Auswirkungen für die Bürger hat, das ist den meisten, also das ist dann auch, dass die ganz Regierung nicht, dass es dann keine Wahlen mehr gibt. Ja. Die können durchregieren. Ja. Dann ist vorbei. Es gibt Kriegsrecht. Kriegsrecht, ist eine ganz gefährliche Situation. Ja. Ja, es hat mich aber trotzdem gefreut, Sie kennenzulernen. Dankeschön. Ich hoffe, wir werden noch irgendwo mal da oder dort Verbindung halten. Ja, ne? Also mein Name, ich mache kein Geheimnis draus, kann auch jeder wissen, ich bin Heiner Kaulatz. Wie heißt du? Heiner Kaulatz aus Krefeld. Dankeschön. Ne? Genau, ich habe mir aber gehört, dass heute das hier ist und dann habe ich gesagt, zeig auch Gesicht, zeig auch, dass Menschen, die im Glauben stehen, auch mit diesen Dingen nicht einverstanden sind. Und der alte Spruch, den wir ja eben schon zitierten, Frieden schaffen kann man nur ohne Waffen. Frieden schaffen ohne Waffen wurde ja auch geprägt von Robert Hafemann damals. Sehr richtig, genau. Das war unsere Zeit. Vielen Dank. Dankeschön. Danke auch nochmal.